Hallo zusammen, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Warum verspreche ich mich immer am Anfang? Man weiß es nicht. Wir haben im letzten Part dieses Häuschen, also dieses Geisterhaus und so halt gemacht und den Turm und so, haben Probleme gehabt mit Welt 4, aber egal. Und hier sehen auch immer eine tolle Maus. Wir werden uns heute mal ein wenig wohin feuern noch. Und zwar werden wir heute die Kanone hier mal besuchen, weil ich gerade so dran denke. Das ist hier die Welt 5, haben wir schon erreicht, also können wir uns jetzt hinballern. Und das sind wir schon zum zweiten Mal in Welt 5 angelangt. Ja. Wir gehen aber gleich wieder zurück in Welt 4. Weil die Welt will natürlich auch noch ausgespielt werden. Oder durchgespielt. Nur ist da das Problem. Ah ne, es kommt Underground Level. Nein. Ich dachte, es kommt ein Wasserlevel. Hallo. Okay, ich hoffe, ich brauche den Mini-Blitz nicht, sonst wäre das jetzt ziemliches Pech. Aber Leute, haben wir das nicht immer? Ah. Ah, das. Gerade noch überlegt. Und noch geschafft. Weg von mir. Assi. Und hier alle Bonbons so. A la con. Leute. I have that feeling. Ich bin ziemlich scheiße in dem Game. Ist aber nur so ein Gefühl, ne? Also. Kann mich natürlich auch täuschen. Nicht mal eine Star-Coin. Kommt die oben? Bitte. Kommt die Halbzeit? War dies? Alter. Kann gerade nicht mal Speed aufbauen, um irgendwas zu machen. War die da unten, die Halbzeit? Sein, dass man dort in die Röhre rein kann. Ja, egal, Leute. Gehen wir mal weiter. Ach, ist nicht hier sogar die... Die erste... Sag ich denn. Hier ist die... Als ob die jetzt wieder hierher gekommen sind. So, Leute. Okay, so wäre man auch reingekommen. Erst da hinten war noch eine Feuerblume, aber... Oh nein. Ich fühle Angst. Okay, ich hab's erwischt. Aber nicht gerade an dem günstigsten Punkt. Alter, Leute. Ich habe irgendwas genommen, ich weiß nicht. Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Nee, da hoch, da kann man doch bestimmt hoch, oder? Meint nee, Leute. Ich geh. Dann noch dämlich ein Stück Brot treffen lassen. Ich hab nichts gegen Brot, Leute. Das ja, habe ich nur so gesagt. Okay. Ich hoffe, ihr seht das da rechts unten noch gut. Wenn nicht, seid ihr selber schuld. Das war der Bomb gerade kooperativ. Sagt man das so? Ja, jetzt. Sag ich ja. Ist das gerade ernsthaft? Ah, Welt 4 bringt mich ja noch rum. Alter, wir sind jetzt ganz klein geworden in einem fuck Level. Aber egal, Leute. Die 6, was war das?
man das an das Level auch nicht erinnern. Ah, na doch, kann ich. Du musst deinen Kopf nicht um. Wie hoch du bist, ein Stück Scheiße. Toll. Bin gerade aus Spaß hochgehüpft. Hätten vielleicht die roten Münzen mitnehmen können, aber egal. Ich habe alles, was ich wollte. Okay, das sieht. Achso, nur ein Wunder. Ich habe jetzt auf ein wenig mehr gehofft. Aber man darf ja nicht zu viel hoffen bei Nintendo. Oh mein Gott, ist sie. War das schon die ganze Passage? Wäre so schön gewesen, glaube ich. Nein. Wer ist das Ding eigentlich? Nessie? Ich glaube. I think it's called Nessie. Sag mal so, it's called. It's called Nessie. I think so. Kann doch bestimmt irgendwo rein. Arsch mich nicht. Udi, geh hoch. LOL. Was? Alter, wie viel Luck habe ich gerade gehabt, dass ich noch rangekommen bin? An den Schalter. Ich hätte gerade nicht gedacht, dass ich das noch pack, Leute. Oh mein Gott, wir haben das Level. Oh, hätte ich das nochmal machen müssen. Kein einfach. Nochmal machen müssen, hätte ich geschrien. Okay, Leute. Schon wieder 7 fucking Minuten vertan mit 2 Level. Okay. Ich speichere jetzt erstmal, ich habe gerade keinen Bock. Okay. Letztes Level der Welt. Welt 4. Schloss. Burg. Tower. Castle. Genau, Castle. Das sind aber ganz ehrlich Plattformen, die mag ich. Ich finde das einfach cool, dass es so Pendeln gibt. Hier hin und her pendeln. Und man muss so. Man muss hier so voll toll rumjumpen und das macht Spaß, finde ich. Ach, ich erinnere mich gerade an das Level komplett. Da kommt doch gleich eine Starcoin, die eigentlich relativ böse ist. Ich habe sie zwar ziemlich schnell gefunden, aber es ging. Ja, nee. Hä? Bin ich jetzt? Oh, die Lache. Bin ich damit? Warum bekommt man einen Stern in die Fresse geworfen? Und dann zerstört er nur die zweite Starcoin. Was hat das für einen Sinn, Nintendo? Wollt ihr die Leute dazu anregen, nicht die Starcoins zu sammeln oder was? Meine Fresse, dann lasse ich den Stern da liegen. Wenn Nintendo das halt so will. Komm runter, du blödes Bienenstück Scheiße. Du musst doch bei einem Stern sterben, Alter. Manche sterben auch nicht bei einem Stern, also du auch nicht. Ach komm. Hol ich mir einen Stern. Es muss jetzt sein, oder? Alter, ich schwör dir.
natürlich. Stern ist schon wieder aus, ja. Ja. Natürlich. Natürlich. Alter, ein wenig schneller, du bin jetzt Stück. Wie scheiße können denn Monster sein? Basilas da. Okay, Nintendo, die ist voll böse bemessen. Aber hab sie. Komm noch mal ein paar Pendel. Ah, das Castle gefällt mir an sich. Der Stern ist zwar scheiße platziert, aber dafür kann ja das Castle nichts. Okay. Den Boss hier, den habe ich lange Zeit nicht mal gekannt. Weil ich ihn das erste Mal sah, gefiel er mir voll. Hallo Gumba. Du Hacker. Da muss ich hoch. Und den Gumba ein wenig in die Fresse donnern. Wo die... Wir werden hier... Man kann ihn ja sogar mit den Feuerbällen schaden. Und da ist er schon down. Das letzte Leben habe ich ihn mit den Feuerbällen abgezockt. Ihm mit den Feuerbällen. Das Castle haben wir jetzt 4 Minuten gebraucht. Ja, wegen dem Reset und allem. Gut. Gut, dass ich gerade eben gespeichert habe, weil sonst hätte ich nicht mal einen Reset machen können. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Was fliegt da? Meine Maus. Ich will nur noch kurz auf Welt 2 durchlaufen, mal kurz. Ja, da. Die Kanone will ich auch noch kurz schauen. Weil ich gerade in Welt 1 auch geschaut. Ich hoffe, die bringen einen in Welt 5. Gut. Weil dann läuft jetzt alles in Welt 5 schön zusammen, Leute, und dann können wir da dort weitermachen. Welt 3. An dem Welt 3 gibt es auch eine Kanone, ne? Weil die in Welt 3 wieder einen nicht nach Welt 5 bringen. Wieder einem eher einen nach Welt 6 oder 7 bringen, glaube ich. Nee, eher 6. Soll ich nachschauen? Nee, Leute, wir machen jetzt weiter hier. In Welt 5. Welt 4 ist auch eine Kanone, aber wir bringen wahrscheinlich auch einem nur noch Welt 6 oder... Bringt die einen nicht sogar nach Welt 8? Ich glaube, das war nämlich so, weil da dachte ich mir mal, oha, wie einfach ist das Spiel. Dass man da instant nach Welt 8 kam, das dachte ich mir, glaube ich, damals. Ja, das war so. Easy sind die Stacken. Das heißt dann, die Kanonen aus 4 und 3 oder nur aus 4, keine Ahnung, bringt einen nach Welt 8. Oh nee. Ich dachte schon, der Koopa ist die einzige Möglichkeit, da hochkommen. Also das erste Level ist ja chilliger als chillig. Jetzt reicht's aber mal wieder. Richtig, hey, das erste Level ist ja chilliger. Trotzdem nur 2 Minuten. Endlich mal ein Level, das ich schnell gemacht habe. Wie oft mal hier gerade runtergefallen sind. Auch nicht normal. Okay, das obere Level wird auch nicht total schwer, aber auch nicht so einfach leider. Ah, mal schauen, Leute. Okay, jetzt wird hier gespeichert, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. So, weiter geht's mit 5-2. Ja, Leute, Räuspern, toll, ne? Okay. Sorry dafür, Leute. Der nächste Part wird, glaube ich, auch wieder ein wenig länger werden. Vielleicht mache ich auch mal eine Folge, wo ich so sage, ich mache eine komplette Welt einfach so in einer Folge durch, aber Livestreamen ist ein anderes Problem. Aber da ist leider auch ein Problem, wenn ich sage, ich mache das in einem Part durch, weil die Welten, die jetzt folgen, sind alle lang. Wie viel Pech kann man denn haben, Leute? Oh.
Oh. Hier hätte ich jetzt eine schöne Blume bekommen, wieder auf Vorrat, wisst ihr? Aber nein. Diese Dreckskäfer müssen wir dazwischen gehen. Will jetzt schon eine Starcoin? Was? Kann man das irgendjemand erklären, Leute? Da muss sie aber hier drin sein, aber... Oh, am Checkpoint, alle drei! Der gibt einem nur ein One-Up. Okay. Ah, fuck, nicht vor dem Checkpoint, weil ich den Checkpoint schon ausgelöst habe. Aber jetzt kommen wir gleich zu meinem Secret Exit. Oh mein Gott. Udi. Chill im Leben. Ja, ja, hier ist der Secret Exit leider. Bei diesem Blümchen war dieser Piranha. Ja. Jetzt müssen wir das Level nochmal durchspielen, leider. Also Leute, heute ist irgendwie schon wieder ein langweiliger Part. Geht auch alles so langsam voran. Halloween. Was haltet ihr von... Minecraft? Mögt ihr Minecraft noch? Wer sich das Video hier angesehen hat, oder wer halt in die Kommis schreibt, wer Minecraft mag, schreibt das in die Kommis und wenn nicht, dann auch in die Kommis, aber mit Begründung bitte. Wer das schreibt, das sehe ich, da schaut sich tatsächlich jemand meine Videos an. Aber das hatte ich schon ein paar Mal, dass sich tatsächlich Menschen meine Videos ansehen. Von daher ist kein Einzelfall, Bruder, wenn du das hier gerade siehst. Oh mein Gott, das war gerade so gerusht und ich überlebe halt sogar. Gott, mein fuck Gott, Mann, Alter, wie er einfach abgerutscht ist, scheiß Mario. Gibt nichts Schlimmeres als der auf der Welt als dich. Meine Fresse, ey. Bubi, ich bin Margarita. Mario, du bist gar nichts. Aber bla, meine Mario. Ich sei ein Mario. Und du bist der Blöd. Du nur mich beherrschen, aber deswegen ich nicht komplett, du nicht komplett meine Wille beherrscher. Ich dir zeige, was ich kann. Ja, dann zeig mal, was du kann. Du Kanadier. Ach, Leute, das war ja so lustig. Nicht gleich am Anfang vom Level sterben, danke. Oh, scheiße. Leute. Ich spüre Panik. Warum kann man das Level hier frei... Für was braucht man den roten Schalter eigentlich? Warum kann man das Level hier freischalten? Also mit dem Schild, das ist schlimmer als alles. Finde ich das Underground-Level von gerade eben schöner. Okay. Was? Das Level hier ist doppelt scheiße. Wo habe ich bitte eine Starcoin übersehen? Leute, verstehe ich nicht. Kann ich auch nicht nachvollziehen.
Drittlich kann ich nicht nachvollziehen. Wo sollte ich eine Starcoin vergessen haben? Ich bin ja nur durchs ganze Level durchgerusht. Fuck. Oh, hier. Als ob. Wie ich halt sogar recht habe gleich. Oder? Glaub schon. Ah, der P-Switch muss sogar aktiv sein, Leute. Ist das nicht krass? Nintendo verlangt so viel von uns. Sorry, Leute, haben wir nicht husten müssen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall noch einen Tower auch reinquetschen. Den Part ist mir egal. Ich möchte, dass was weitergeht. Ja, ja. Yeah. Stimmt, durch Secret Exit haben könnten wir auch schon dorthin. Was? Warum hat gefühlt jeder Ice Tower immer mit so etwas zu tun? Ein fucking Aufzug, der nach oben geht. Ein Aufzug geht nach oben. Wow. Beim Wii-Teil so? Das ist in dem Teil so? Weiß nicht sogar im U. Oh nein, bin ich dumm. Weiß nicht sogar im U-Teil so? Oh, Luck gehabt. Die Starcoins sind ja so einfach. Okay, bisher. Auf. Ja, genau! Da ist jemand anderen, da sammle ich das Ding ein. Aber in dem Moment, wo. Oh mein Gott. Sieht das Ding an, hört ihr das? Luck gehabt, Leute. Alle bist du hier noch easy, du. Hä? Der war aber in Welt 4 war der noch nicht so, ne? In Welt 4 war er. Hat er schon Cooper-Panzer geschmissen, ne? Lol. Das ist strange. Aber okay. Also, ihr seht, da kommt noch sehr viel auf uns zu. Und sogar noch im Dem-Part. Ja, Leute, wir machen das nächste Level auch noch im Dem-Part. Because ich hab keinen Bock, so lange noch für das Projekt hier zu brauchen. Gehen jetzt weiter. Hä? Ein krasser Boy. Okay, in dem Level sehen wir auch neue Gegner. Die wurden aber in den folgenden Mario-Spielen nie wieder verwendet, komischerweise. Weiß auch nicht, woran das liegt. Waren die nicht beliebt? Hat Nintendo die nicht mehr mögen auf einmal, oder? Naja, auf jeden Fall waren sie in den nachfolgenden Mario Games nie wieder am Start. Diese armen Harrys. Das ist doch bestimmt eine Starcoin, komm. Da sehen sie eh schon diese Gegner. Die kann man nicht umbringen, außer man haut sie in den Abgrund. Und das riecht nach dritter Starcoin. Oh fuck, ich dachte, mit der Feuerblume kann man die auch ein wenig abstoßen. Oh. Hauptsache, ich bin noch groß. Ja genau, wie das Viech respawnt. Oh mein Gott! Weg, du Assi! Irgendwas geraucht? Also, ihr merkt schon, ich hab Angst. Ich kann dir auch nie mit meiner fucking
Kampfattacke wegballern. Das newer Team hat die Viecher hier in... Oh, in ihrer Weltraumwelt benutzt. Also, ja, Weltall-Ding der Mondwelt da. Finde ich, passt es auch hin, weil die wirken schon wie... Die wirken schon wie so... Wo bleibt's? Außerirdische. In dem Level braucht man keinen Mini-Pilz. Ich hab mir... Oh mein Gott, bring das Viech nicht um, Mario. Bro, du musst nach oben. Der kommt. Mario. Du bist ja schon lange, dass du scheiße bist. Was der gerade gemacht hat, der kann sich dafür nicht entschuldigen. Deine Leistung in dem Part. Mario, ich kann dich nicht mehr ewig bezahlen. Hier ist ein Secret Excel, oder? Nee. Man klettert man ganz rauf und dann versteckt man sich da oben, aber egal. Ich skill halt ein wenig. Okay, jetzt kommt auch eine... Nicht so angenehme Passage. Die Gegner sind neu, oder? Also, wir sehen sie gerade zum ersten Mal. Ich kenne sie, aber... Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich habe nicht gewusst, dass man da runterfallen kann, aber egal. Hauptsache, ich bin nicht runtergefallen. Habe ich gerade ein wenig noch mehr Zeit verbracht. Ich wollte gerade sagen, ist es deren Scheiß ernst schon wie... Yo! Und da rechts war gerade noch eine Star... Keine einzige Starcoin gefunden. Hört er aus. Bis zum nächsten Mal. Marios Niveau ist... Nein, seine Kraft ist am Ende. Tschüss. Abo und Like nicht vergessen. Ciao.